Ja, ich hatte eigentlich vor, eine Sommerpause zu machen, weil, wie ihr von einigen Videos gesehen habt, ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung. Es ist bulle warm, es raubt mir die Energie. Ich bin seit 21 Wochen im Homeoffice. Ich sitze hier in meinem 12 Quadratmeter Büro bei einer unglaublichen Temperatur. Auch jetzt läuft mir schon wieder der Schweiß runter. Und eigentlich wollte ich 2 Wochen Sommerpause machen. Dann habe ich gedacht, naja, bevor ich wirklich eine Sommerpause mache, mache ich erstmal eine Kaffeepause. Und in diesem Sinne, hier ist mein Kaffee. Übrigens ein Haselnusskaffee, echt klasse. Und das ist für mich viel einfacher, weil, ach Mutti, komm, leck nicht immer mein Bein. Ich muss weniger vorbereiten, ich muss weniger schneiden, etwas weniger anstrengen und trotzdem kann ich euch ein bisschen was Neues erzählen. Ja, das war jetzt gerade mein Hund an meinem Stativ. Geh mal weg da. Komm, geh mal weg. So. Was kann ich euch Neues erzählen? Zunächst mal ein Update. Am Anfang des Jahres habe ich ein Video gemacht über meine Polar M430, die mich motivieren sollte, ein bisschen Gewicht zu verlieren und zu laufen. Es hat super geklappt, wie ihr seht. Ich habe weder besonders abgenommen, noch bin ich nah an den 10 Kilometern, die ich mir vorgenommen habe. Dieses Vorhaben ist gründlich in die Hose gegangen. Ich wollte wenigstens ehrlich sein, das sagen. Das hat nicht geklappt. Aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht kriege ich es ja noch hin. Dann würde ich euch gerne ein Update geben über die Marken, mit denen ich mich aktuell beschäftige. Ihr habt gesehen, dass ich etliche neue Marken gemacht habe, dass ich viel über Marken gemacht habe, die ich auch so noch nicht auf dem Radar hatte, wie zum Beispiel Laco, eine totale Überraschung für mich und ich muss noch einen Schluck trinken. Ich werde auch noch einiges andere über Laco machen. Finde ich wirklich klasse, freut mich. Ich habe vor, auch etwas über Aristo zu machen, eine alte deutsche Marke, die leider komplett unterm Radar ist, aber tolle Uhren baut. Da arbeite ich gerade dran. Ich bin mit Guinan im Gespräch. Ich hoffe, dass ich euch einige Uhren von Guinan zeigen kann, die ich immer mal gerne machen wollte, aber die ich noch nicht auf meinem Tisch hatte. Also das könnte in der Zukunft auch kommen. An Steinhardt bin ich dran. Vielleicht werde ich da auch ein oder zwei, drei, vier, fünf, sechs Uhren zeigen können. Sowohl Uhren, die mich begeistern, als auch vielleicht Uhren, die man nicht unmittelbar mit Steinhardt in Verbindung bringen würde. Ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, ihr habt da sowas auch Spaß. Ich hatte in meiner letzten Kaffeepause angekündigt, dass ich etwas zu Damasco machen wollte. Das hat bis jetzt noch leider nicht geklappt, aber auch da bin ich dran und ich hoffe, euch auch in Zukunft noch einiges zu Wempe zeigen zu können. Das nur so als kleiner Ausblick zu dem, was auf meinem Kanal noch kommt. Eine andere Sache, ihr habt gesehen, so ganz langsam nähern sich meine Abonnentenzahlen der Marke 1000. Und 1000 wäre für mich ein echter Meilenstein, auf den ich richtig stolz wäre. Und sobald ich das erreicht habe, gibt es ein 1000-Abo-Special von mir. Ich habe da schon angefangen, ein bisschen zusammenzuschneiden. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr amüsantes Video. So eine Art Rückblick zu dem, was ich bisher gemacht habe, was schiefgegangen ist, wie grottenschlecht meine Videos am Anfang waren, was nicht heißt, dass sie jetzt so gut sind, aber sie sind zumindest besser als das, was ich früher gemacht habe. Und es sind auch einige Outtakes drin, das heißt Sachen, die ich nicht in meine Videos geschnitten habe, wo ich mich komplett verrannt habe. Teilweise fluche ich wie ein Kesselflicker. Alles das wird in dem 1000-Abo-Special drin sein. Freut euch drauf und falls noch nicht geschehen und ihr es gerne sehen möchtet, lasst ein Abo da, dann seid ihr schneller an diesem Special dran. Was habe ich hier sonst noch stehen? Ach ja, hier. Ich bin mit anderen YouTubern im Gespräch, um so eine Art Ferninterview zu machen. Wir werden uns also nicht treffen, sondern es wird so eine Art Ping-Pong-Spiel Frage und Antwort geben. Daher auch kein echtes Interview im Sinne von Nachfragen und Nachhaken. Trotzdem hoffe ich euch, andere deutsche Uhren-YouTuber etwas näher bringen zu können, vielleicht auch ein paar Fragen zu stellen, die euch diese YouTuber persönlich etwas näher bringen. Ja, das habe ich also auf dem Radar, das habe ich angeleiert. Auch dazu kommt wahrscheinlich in Kürze etwas.
Ich bin immer wieder gefragt worden, das ist der letzte Punkt in meiner Kaffeepause, apropos Kaffeepause, ihr wisst ja hier, Kaffeepause. Ich bin eine Kaffeetante, da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Ich bin immer wieder gefragt worden, warum ich keinen Wrist-Check mache, also die Uhr, die ich am Arm habe, warum ich die nicht zeige. Es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen habe ich alle Uhren, die ich am Arm habe, schon einmal in einem ausführlichen Video vorgestellt. Insofern kann ich da nicht was Neues zeigen. Und wenn ich was Neues habe, mache ich eigentlich immer unmittelbar ein Review-Video dazu. Zum anderen macht es jeder und ich will nicht irgendetwas kopieren, was jeder macht. Wenn ihr also eine Idee habt, wie ich diesen Wristwatch-Check hier auf eine unterhaltsame, andere Art machen kann, lasst gerne einen Kommentar da und dann schaue ich, ob ich es einbauen kann. Ja, das war meine Kaffeepause für heute. Ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und freut euch auf die nächsten Videos, in denen es wieder um Uhren geht. Bis dahin, tschüss, euer Axel.